Ich will ja, ich träume ja eigentlich von einem japanischen Badezimmer und das will ich ja da drüben machen. Ach so, das ist quasi, das, also mit, ja, was gehört da alles rein in so ein japanisches Badezimmer? Zunächst mal wird der Boden komplett gefliest, die Wände gefliest und dann wird halt, auf der einen Seite werden Waschbecken gemacht und so Hocker, wo man sich hinsetzen kann, weil man wäscht sich ja in Japan erst den Oberkörper wegen und den Schweiß halt ab. Im Prinzip tut man halt duschen, bevor man ins Bad geht. Ist auch eigentlich viel angenehmer.